Wir haben heute den 5G AR Mobile App Hackathon gestartet mit dem Huawei Mobile Services. Das bedeutet, wir suchen App-Entwickler, Start-ups, die eine App entwickeln für die Stadt Düsseldorf. Da geht es um eine 5G Augmented Reality App, die auf dem Huawei App Store veröffentlicht werden soll, und ich freue mich ganz besonders. Gegenstand dieser App ist gewissermaßen die Erkundung der Kunst- und Kulturmetropole Düsseldorf. Huawei App Gallery is already the third largest app store globally. Yeah, with more than 400 million monthly active users. In Germany alone is more than 7 million active users. Wir erreichen gerade im Mobilfunkbereich das nächste Level, das nächste Plateau mit 5G. Zukünftig wird alles noch digitaler werden, und damit nicht nur im Consumer-Bereich, sondern tatsächlich auch alles, was für den Bürger interessant ist im Stadtbild einer Stadt. Diese Stadt ist hungrig darauf, dabei zu sein. Diese Stadt ist, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Wenn wir jetzt auch noch 5G ausrollen hier in Düsseldorf, ich glaube, das gibt uns einen weiteren Push. Ich glaube, wir bieten hier ganz tolle Möglichkeiten, neueste Technologien miteinander zu verbinden und damit etwas zu entwickeln, was vielleicht auch zu einem richtigen Geschäftsmodell werden kann.